Wir leben Wrestling. WrestleMania im Performance Center droht Absage. Das Fight Oracle vermeldet über Twitter mögliche Änderungen der aktuell angekündigten WrestleMania-Pläne. Die WWE gab gestern bekannt, dass sie die Show im eigenen Performance Center in Orlando austragen werde. Da die WWE allerdings aller Voraussicht nach mehr als 50 Personen für das Event einberufen möchte, könnte die Stadt Orlando die Veranstaltung canceln. Ein Ausweichtermin für Mania sei laut Fight Oracle der 7. Juni im Madison Square Garden in New York City. Für NXT TakeOver und die Hall of Fame-Zeremonie wird aktuell angedacht, dass die NXT-Show vor WrestleMania das Takeover-Event ersetzt und die Hall of Fame-Reden bei Raw und SmackDown stattfinden. Roman Reigns verstärkt unter gesundheitlicher Beobachtung. Aufgrund seiner vergangenen Leukämieerkrankung besteht für Reigns laut Wrestling Observer ein erhöhtes Risiko, am Coronavirus zu erkranken. Das Virus kann besonders Menschen mit einem geschwächten Immunsystem treffen, wozu Reigns als Leukämieerkrankter nach wie vor zählt. Ryan Satin berichtet zudem, dass sich jeder, der ins WWE Performance Center kommt, einer medizinischen Untersuchung unterziehen müsse. Alberto Del Rio Rückkehrwunsch ist einseitig. Wie Fightful Select berichtet, habe eine Quelle innerhalb der WWE Del Rios Comeback-Forderung als Bullshit bezeichnet. Del Rio vermeldete, dass er kurz vor einer Unterzeichnung bei WWE stünde, was laut WWE keineswegs stimme. Auch die mittlerweile zerrüttete Beziehung zu seiner Ex-Freundin Paige könnte eine ausschlaggebende Rolle spielen. Da Paige für die WWE einen höheren Stellenwert habe, könnte dies dazu führen, dass der Mexikaner vorerst nicht zur WWE zurückkehren wird. Jushin Thunder Liger für WWE Hall of Fame angekündigt. Wie die WWE offiziell vermeldet, wird Jushin Thunder Liger Teil der diesjährigen WWE Ruhmeshalle sein. Liger beendete dieses Jahr seine In-Ring-Karriere bei New Japan Pro Wrestling. Neben NJPW stieg die japanische Wrestling-Legende unter anderem für WCW und WWE in den Ring. Achtung Raw-Spoiler! Undertaker mit neuem Look. Während der aktuellen Raw-Ausgabe präsentierte sich der Undertaker bei der Vertragsunterzeichnung für sein WrestleMania-Match gegen AJ Styles mit einem neuen Look. Das neue Auftreten des Deadman könnte mit den persönlichen Angriffen von Styles zusammenhängen und der Fehde noch mehr Würze verleihen. Zwei weitere WrestleMania-Matches offiziell bestätigt. Bei der aktuellen Raw-Ausgabe wurde für WrestleMania 36 angekündigt, dass Kevin Owens in einem Singles-Match auf Seth Rollins treffen wird. Außerdem werden Randy Orton und Edge bei dem Event ein Last-Man-Standing-Match bestreiten. Alle wichtigen Entwicklungen und Ergebnisse in der Diskussion, das gibt's bei uns auf dem Spotfight-Podcast-Kanal. Reviews und Wrestling-Talks zu Raw, SmackDown, All Elite Wrestling und vieles mehr. Klick gern mal rüber.